Ich starre sie an. Sie starrt mich an. Mit ihren leeren, kalten, toten Augen. Ich liebe sie. Ich liebe sie so sehr. Wer bist du bloß geworden? Hatte sie ihn gefragt. Was ich geworden bin? Ein Gott! Hatte er ihr zur Antwort geschrien. Dann hatte ich zugestochen und gelächelt. Sie hat mich flehend angeschaut. Doch ich hab genüsslich weitergestochen. Ich liebe es zu töten, vor allem die Frauen. Das hat irgendwie etwas Besonderes. Ich lächle. Ihre Schreie hatte er genossen und es hatte ihn befriedigt auf eine kranke Weise. Er stach in sie ein und schnitt in ihr herum, weidete sie aus, schnitt ihre Beine ab und stach ihr die Augen aus. Dann schnitt ich ihren Hals auf. Nun war sie perfekt für jemanden wie mich. Genauso gestört wie ich, hatte ich ihr glücklich ins Ohr geflüstert. Nun, sie wird eine Weile für mich dienlich sein. Doch danach hole ich mir dich. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt. Falls es euch gefallen hat, könnt ihr hier unten jetzt einen Daumen hoch geben oder abonnieren. Da der Kanal noch sehr klein ist, wäre es schön, wenn ihr das Video teilt oder euren Freunden zeigt. Dies würde mir natürlich sehr helfen. Falls ihr Fragen an mich habt, könnt ihr mich gerne bei Skype adden. Falls ihr eine eigene Creepypasta geschrieben habt und wollt, dass ich sie vertone, schickt sie mir einfach per E-Mail an lucrecreepy@web.de. Bitte vergesst auch euren Namen nicht. Das ist nämlich sehr wichtig, da ich euch in der Beschreibung namentlich erwähnen werde und euch in die Creepypasta-Autorenliste einfügen will. Okay, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Gruseln.